12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 Millionen. Servus. Servus. Der will was von uns. Halt mal an. Warst du zu schnell? Nee, wirklich nicht. Steigen Sie bitte mal aus. Was ist denn? Haben wir noch was falsch gemacht? Nein, nein, aber auf Ihren Wagen soll ein Überfall stattfinden. Was? Ja, wir haben die Meldung gerade auf Funk gekriegt. Gehen Sie rüber zu meinem Kollegen, ich steige hier ein. Nun machen Sie schon, wir müssen hier weg. Gehen Sie rüber, mein Kollege erklärt Ihnen. Nun sag doch was. Darauf habe ich schon lange gewartet. Aber wie will man uns denn überfallen? Das ist doch völlig unmöglich. Wieso? Wir wissen ja gar nicht, wie Sie das machen wollen. Ich darf doch den Wagen gar nicht aufmachen. Ich darf. Danach fragt uns hinterher keiner. Wenn die Scheiße erstmal passiert ist, dann heißt es wieder, ihr hättet. Das ist ein Ding, das. Wohin? Brasilien. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Ja, Bulli, mit dem Moos habt ihr halt dabei, ne? Ihr seid ja verrückt. Und das Geld kommt ihr nie ran. Guck mal, jetzt kann ich mehr, ich weiß schon, was ich tue. Ja, Bulli, jetzt ist change that, gell? Jetzt macht's einen kleinen Stupferer. Was ist los? Wollt ihr mich umbringen? Quatsch, du schläfst jetzt ein bisschen. Das ist alles. Ja, in ein paar Minuten wirst du schön schlafen. Wie geht's ihm? Gut, schlaf. Und was machen wir jetzt mit ihm? Er hat uns doch gesehen. Mir hat noch kein Mensch wiedererkannt. Und du, da hast so einen uniformierten Durchschnittskopf, weiß aber was soll's. Hör mal, du, der kann doch mal Schwierigkeiten machen. Ich hab da gesagt, umgebracht wird nicht, ist das klar. Und? Willst du ihn vielleicht hier liegen lassen, oder? Nein. Du, ich hab das Gefühl, der fährt gern Autobus. Was? Dem hilft man mal. Ha!
Sie sind auch so kalt. Ja. Verdammten Schweine, sie haben ihn einfach erschossen. Sie haben ihn in den Rücken geschossen. In den Rücken? Vielleicht hat er versucht, wegzulaufen. Wie heißen Sie? Metzler. Ich bin sein Beifahrer gewesen. Erzählen Sie mal, wie das alles passieren konnte. So. Jetzt essen Sie erst mal was. Danke, das ist sehr nett, aber ich kann jetzt nichts essen. Aha, na, vielleicht später, hm? Ja, danke, Rehbein. Ja. Na, finden Sie da was in den Bilderbüchern? Bin mir nicht sicher, er trug eine Sonnenbrille, aber am ähnlichsten sieht ihm noch dieser Koch. Obwohl ich natürlich nicht weiß, was für Haare er hat. Aber Sie sind sicher, dass er Tiroler sprach? Ja, ich habe mal in Innsbruck gearbeitet. Walter Koch, 36 Jahre alt, vorbestraft wegen Einbruch, Betrug, Körperverletzung. Aber ich kann es nicht beschwören. Ja, beschwören brauchen Sie das auch nicht. Dann werde ich mal die Sache ankurbeln. Weiß denn seine Frau schon Bescheid? Nein, noch nicht. Einer meiner Mitarbeiter wird mit Ihnen hingehen. Sie kennen ja die Familie. Ja, ich bin da fast wie zu Hause. Ich weiß nicht, wie viele Millionen wir schon zusammen transportiert haben, aber das ist doch alles, was wir mit Geld zu tun haben. Vielleicht, dass wir ein bisschen näher dran sind als andere. Und doch genauso weit weg. Hallo, Karl! Du kommst gerade richtig. Kannst du mir helfen? Das ist Anni Beckmann, seine Tochter. Naja. Wollen Sie es ihr sagen? Ich denke, ihr habt noch Dienst. Wo ist Vater? Ich muss dir was sagen. Es ist nämlich was passiert. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Wir sind überfallen worden. Wo ist Vater? Ihr Vater ist erschossen worden. Er ist tot. Komm, Anni. Alles wegen dem Scheißgeld. Wie ist denn das passiert? Du hast immer... Ich denke, der Wagen ist absolut sicher. Du hast doch immer gesagt, da kann gar nichts passieren. Was ist denn mit dir? Warst du nicht mit? Doch, ich war mit. Sie haben mich mit dem Trick aus dem Wagen geholt und deinen Vater gezwungen, rauszufahren. Raus aus der Stadt. Dort haben sie dann den Wagen aufgesprengt und deinen Vater geschossen. Warte hier eine Minute. Ich gehe rauf und sag's Mutter. Sie will mit dir sprechen. Soll ich nicht lieber später wiederkommen? Nein, nein, geh nur rein. Aber wenn sie sich hingelegt hat, dann... Bitte, Karl. Ja? Ja. Wie viel Geld war es denn? An die 2 Millionen. 2 Millionen? Muss man ja dann direkt Verständnis haben, dass dein Menschenleben keine Rolle spielt. Wie lange fuhr Ihr Vater diese Geldtransporte? Seit 5 Jahren. Für mich ist Geld immer nur gedrucktes Papier. Hans. Na, Anni. Das ist mein Bruder. Guten Tag. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Ach nee. Kriminalpolizei? Wieso denn? Ist irgendwas? Irgendwas passiert? Komm rein, Hans. Also, was ist? Es ist ein Überfall gewesen. Auf den Geldtransport. Was? Ja, es ist doch unmöglich. Wie kann man denn so einen Wagen überfallen? Der ist doch gepanzert, fährt mitten durch die Stadt. Wie ist denn das passiert? Falsche Polizeibeamte haben den Wagen angehalten. Ach, das ist ja ein Ding. Und die haben den Wagen entführt. Ja. Und dann ausgeraubt. Ja, der Wagen ist außerhalb von München gefunden worden. Und neben dem Wagen Ihr Vater. Tot. Er ist erschossen worden. Was? Ja, Vater ist tot. Nein, nein.
Nun, das ist doch unmöglich. Ausgeschlossen. Doch nicht tot, mein Vater ist doch nicht tot. Wieso denn tot? Ihr Vater hat noch versucht zu fliehen, aber man hat ihn niedergeschossen. Er hat eine Schussverletzung im Rücken. Das kann doch gar nicht sein. Er ist ermordet worden? Ja. Hat ihn jemand gesehen? Jemand, der ihn kennt? Ich meine, jemand, der sagen kann, das ist Herr Beckmann? Ja, Karl hat ihn gesehen. Und er sagt, dass es Vater ist? Ja, er ist gerade bei Mutter. Tut mir alles furchtbar leid. Ich glaube, ich fahre dann zurück. Entschuldigen Sie, Frau Beckmann, könnte ich Ihrem Bruder, kann ich Ihnen noch mal sprechen? Es fiel mir auf, das war merkwürdig. Er war erst entsetzt, richtig entsetzt, als er erfuhr, dass sein Vater dabei erschossen worden ist. Vorher nicht? Nein, er war interessiert, fand die Idee anscheinend fabelhaft, die Idee mit den falschen Polizeibeamten. Aber er war nicht die Spur besorgt. Seine Schwester fragte sofort, wo ist mein Vater? Der Junge nicht. Und du meinst? Ja. Ich hatte plötzlich das Gefühl, der hat gewusst, dass der Wagen überfallen wird. Gut, hol ihn da rein. Herr Beckmann, kommen Sie mal einen Moment. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Keller. Guten Tag, Herr Kommissar. Mein Beileid, Herr Beckmann. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie werden uns sicher helfen wollen, das Verbrechen, das an Ihrem Vater begangen wurde, aufzuklären. Ja. Mein Mitarbeiter Herr Klein wird Sie jetzt etwas fragen. Was? Ja, sag ganz offen, was du für einen Eindruck hattest. Es ist ihm nämlich etwas aufgefallen an Ihrem Verhalten. An meinem Verhalten? Ja. Ja, Sie waren einfach nicht überrascht, als Sie hörten, dass der Überfall war. Ich meine, normalerweise hätten Sie fragen müssen, was ist mit meinem Vater? Aber ich habe nicht die geringste Angst bei Ihnen gesehen. Ich verstehe Sie nicht. Ja, ich hatte plötzlich den Eindruck, als sei etwas passiert, das Sie erwartet haben. Ich meine, Sie waren interessiert, aber Sie waren nicht beunruhigt. Und Sie waren nicht besorgt um Ihren Vater. Erst als Sie erfuhren, dass man ihn erschossen hat, dann gerieten Sie außer Fassung. Wieso? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, für mich sah es so aus, als sei der Überfall keine Neuigkeit für Sie. Aber das ist doch alles Unsinn. Wie hätte ich denn was davon wissen können? Gar nichts wusste ich, überhaupt nichts. Sie können gehen. Das nur passieren. Was? Er war sich doch so sicher, dass es funktionieren würde. Was heißt das? Hier. Danke. Das ist jetzt 3 Wochen her. Ich war gerade nach Hause gekommen, wollte mich waschen, mich umziehen. Mein Vater war in der Küche. Hans? Ja? Willst du Tellersuppe mitessen? Nein, danke. Hast du es eilig? Ja, ich bin verabredet. Ach, komm doch mal her, ich muss dir was sagen. Es ist nämlich eine komische Sache passiert. Komische Sache? Ja. Ich habe ein Angebot gekriegt. Was denn für ein Angebot? Eine andere Stellung? Nee. Das hängt mit der Stellung zusammen, die ich habe. Und mit 500.000 Mark. Was? Ja. Die haben sie mir angeboten. Wer denn? Wie denn? Wofür denn? 500.000 Mark? Eine 500.000. Ja. Das hört sich an. Ne? Das ist natürlich eine völlig verrückte Geschichte. Das heißt, so verrückt ist ja auch wieder nicht.
Sie ist möglich. Absolut möglich. Raffiniert. Sagen wir mal so. Was denn? Überfall auf einen Transport. Was für einen Transport? Was für einen Transport? Was auf deinen Transport? Auf meinen, was sonst? Und ich soll mitmachen, weil es ohne mich nicht geht. Willst du ein Bier haben? Nein, nein, ich will kein Bier. Sag mal, wo ist die Mutter? Die ist bei Carla. Ist dir ein Schnaps lieber? Nein, ich will auch keinen Schnaps. Aber ich trinke einen. Ich hab direkt Lust drauf. Sag mal, was für Leute sind das denn, die dir da dieses Angebot gemacht haben? Ich weiß es nicht, völlig Unbekannte. Es hielt mich einer auf der Straße an und fragte Herr Beckmann. Ich sagte ja und dann erklärte er mir alles. Der kannte mich ganz genau. Er sagte, ich bin Ihnen und Ihrem Kollegen schon oft nachgefahren. Er wusste tatsächlich genau, wie ich fahre, welche Straße, welche Uhrzeit. Der wusste alles. Das ist ein Ding, was? Das ist ja wirklich ein Ding. Sag mal, was hast du dem gesagt? Erstmal habe ich gesagt, den Wagen können Sie gar nicht überfallen. Und dann hat er mir erklärt, wie Sie es machen wollen. Wie denn? Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Wenn du mit dem Wagen durch die Stadt fährst und die Polizei hält dich an, dann hältst du doch, oder? Natürlich. Sag dir, das hat mich einfach umgehauen. Die einfachste Sache von der Welt. Ein Polizist kommt ran und sagt, guten Tag, wir haben gerade eine Funkmeldung bekommen. Sie sollen überfallen werden. Was denkst du denn da? Da kommst du doch nicht auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Bestimmt nicht. Wenn der Polizist dann zum Metzler sagt, fahren Sie bei uns mit, und von uns steigt einer hier ein, das klingt doch vernünftig, oder? Wir haben weiter. Mir halten Sie eine Pistole vor den Bauch und ich fahre raus aus München, irgendwo hin. Sie knacken den Wagen und mich treten Sie hinter und schmeißen mich raus. Und dafür kriege ich 500.000. Oh, Menschen. Das ist eine Idee, was? Das ist doch kein Witz, ist das wahr? Ich mach keine Witze mit sowas. Wie findest du die Sache? Ist das nicht raffiniert? Aber ich verstehe da was nicht, Vater. Warum erzählen die dir das alles? Ja, das habe ich den auch gefragt. Er sagt, wenn der Polizist in ihren Wagen steigt und sie fahren einfach nicht los, sie tun nicht, was er sagt, dann kann er sie nur erschießen. Mitten in der Stadt. Dann ist er auch dran. Es ist uns einfach sicherer, die Sache mit Ihnen zusammenzumachen. Hört sich ganz gut an. Und mir kann gar nichts passieren. Ich habe ja einen Zeugen. Metzler. Der natürlich keine Ahnung hat. Und was hast du dem Mann geantwortet? Na, was schon. Sie haben wohl alle Tasten im Schrank, habe ich gesagt. Ja, hauen Sie bloß ab, sonst holen die Polizisten her. Aber einen richtigen. Da hat das mit der Angst zu tun gekriegt. Der ist direkt ans Laufen gekommen. Rein in einen Wagen und weg. Aber die Idee, was? Das funktioniert, ich schwöre dir. Das würde funktionieren. Metzler fällt sofort darauf rein. Genau betrachtet, ist das kinderleicht. An 500.000 Mark zu kommen. Wenn man will. Und die Tatsache außer Acht lässt, dass man nun mal nicht klaut. Das also war vor 3 Wochen. Ich habe das alles nicht ernst genommen. Natürlich nicht. Bis ich heute erfuhr, dass der Wagen überfallen worden ist. Da war mein erster Gedanke, er hat es doch gemacht. Ja, nur dass eben alles ganz anders gekommen ist, als Ihr Vater sich das gedacht hat. Wer war der Mann, der Ihren Vater auf der Straße angehalten hat? Das weiß ich nicht. Hat er ihn nicht beschrieben? Nein. Er hat ihn also weggeschickt? Ja, er hat gesagt, hauen Sie ab, Mann. Aber er muss ihn auch wiedergesehen haben, einfach um ihm zu sagen, ich habe mir das anders überlegt, ich bin einverstanden. Ja. Denn der hat ja auch wahrscheinlich gesagt, überlegen Sie sich das und sagen Sie mir Bescheid. Darüber hat mein Vater nichts gesagt. Hat Ihr Vater diesen Mann nie wieder erwähnt? Nein. Kann er auch mit Ihrer Mutter darüber gesprochen haben? Ich habe meinen Justiziar gebeten, alle Papiere, die Ihren Mann angehen, zusammenzuholen. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Die Herren sind von der Polizei, Mutter. Sie untersuchen den Fall. Aber wenn du nicht kannst, dann werden Sie ein anderes Mal wiederkommen. Sie können doch sicherlich auch später noch mal kommen. Na, lass nur hören Sie. Jetzt oder später. Ja, von der Polizei sind Sie? Ja. Ja, ich bin Dr. Höringer vom Bankhaus Adloff und Höringer. Ich bin Mitinhaber der Bank, für die der Geldtransport durchgeführt wurde. Ich bin sofort hergekommen, um der Familie meine Hilfe anzubieten. Ich möchte auch Ihnen sagen, dass ich alles tun werde, was in solch einem Fall überhaupt getan werden kann. Kannten Sie Herrn Beckmann?
Persönlich nicht, nur dem Namen nach. Er hat ja seit 4 Jahren die Geldtransporte für uns gefahren. Ich war entsetzt, als ich hörte, dass er bei diesem Überfall ums Leben gekommen ist. Das ist ein Unglücksfall, der mir nahe geht. Ja, nochmals, wie gesagt, wenn ich irgendwie helfen kann, dann wenden Sie sich an mich. Das gilt selbstverständlich auch für Ihre Kinder. Vielen Dank, Herr Doktor. Sehr wenig genug, was ich für Sie tun kann. Darf ich mich verabschieden? Bitte bleiben Sie doch sitzen. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ach, das ist selbstverständlich. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie wieder sehen. Bitte schön, setzen Sie sich. Dankeschön. Dankeschön. Was wollen Sie wissen? Hat Ihnen Ihr Mann mal erzählt, dass er einen solchen Überfall erwartet? Erwartet? Der Überfall? Was soll die Frage? Er hat Ihnen also nicht erzählt, dass man ihm ein Angebot gemacht hat? Ein Angebot? Er hat Ihnen also nichts davon erzählt, dass ihm jemand eine 500.000 geboten hat? Eine 500.000? Wofür? Dass er mit diesem Überfall einverstanden ist. Frau Beckmann wusste nichts. Ihr Mann hat ihr nichts erzählt. Wie hat sie es aufgenommen? Eine scheußliche Situation. Ja, sie hat ihren Mann verloren und erfährt nun, dass er möglicherweise an der Sache beteiligt war. Sollen wir das übrigens auch der Bank mitteilen? Rehbein. Einer der Mitdirektoren der Bank war zufällig da, ein Dr. Höringer. Hat der Frau Beckmann kondoliert und ihr seine Hilfe angeboten. Was? Ja, ja. Ja, die Blumen brauchen Wasser. Aha. Der Bankier selber? Mhm. Das ist interessant. Ja, schafft mir erstmal den Koch her. Hast du schon wieder Hunger, Chef? Sollen wir unten was kaufen? Oder nee, die Rehbein könnte ein paar Brote machen. Wenn du bis morgen wartest, lache ich dann über deine Scherze. Ich meine natürlich Walter Koch, den Mann mit dem Tiroler Dialekt. Ich dachte, der sitzt. Nein, er ist vor 4 Wochen entlassen worden. Wir haben gerade seine Adresse bekommen. Warte mal. Hier. Vielleicht kann Metzler ihn identifizieren. So. Bitte schön. Was soll das? Aber Sie haben doch gesagt, ich soll. Ich habe gesagt, die Blumen brauchen Wasser, Fräulein Rehbein. Also das kommt nur daher, wenn man den ganzen Tag immer nur Kaffee kochen muss. Rehbein? Ja? Machst du mir eine schöne Tasse Tee? Tee? Ja. Bitte. Tag. Scott. Hallo. Wie war jetzt gleich? Genau, Sie sind da, helfen Sie mir da ein bisschen. Sie sind da, Herr Klein, gell? Das ist er. Ah, das ist, dann sind Sie der Herr... Heines. Herr Heines, genau, genau. Feuerkauf. Vogel. Vogel. Ja, richtig. 3 Jahre Knast, geht ein bisschen aufs Gedächtnis. Ach ja? Oh. Ja. Ich sehe, meine Herrschaften, es drängt Sie, reinzukommen. Bitte. Das sehen Sie richtig. Und wenn Sie sich gleich mal das hier durchlesen wollen. Ja, was ist denn das? Sie wollen also wieder die Bude auf den Kopf stellen. Mhm. Wir. Ja, ja. Also, bitteschön. Sie können schon anfangen. Haben Sie irgendwas abgeschlossen in Ihrem Zimmer? Hm? Ja, Schränke, Kommoden. Nein, nein, offen, offen. Bei mir ist alles offen. Ist alles offen, ja. Was wollen Sie denn eigentlich bei mir finden? Wenn es geht, Ihren Anteil an 2 Millionen Mark. Ja, die ist auch gut. Ich darf Ihnen das sehen. Also, ab mit uns. Wir machen eine kleine Gegenüberstellung. Ach so, Gegenüberstellung. Sie werden in meinen Entlassungspapieren lesen, dass ich mich immer durch Mitarbeit verdient gemacht habe. Bitte, nimmt man die Matratze auseinander. Aber Thanks.
Sie bitte ein, Herr Koch. Wir fahren inzwischen ins Präsidium. Na, was ist? Warum sagen Sie jetzt nichts? Ich denke, Sie kennen mich. Wo haben Sie mich denn das letzte Mal gesehen? Hm? Darf ich Ihnen ein bisschen helfen? Hm? Sie müssen mich in den letzten 4 Wochen gesehen haben, weil davor, da bin ich eingesessen wegen, ja, wegen was das? Ah ja, wegen schwerer Körperverletzung. Hm? Nix, hä? Hm? Ja, da nicht. Warum reden Sie nicht weiter? Ich möchte nicht, dass er Angst kriegt, Herr Kommissar, wegen der Körperverletzung. Na? Komm. Gräbiger Typ, Herr Chef. Direkter Mensch. Ja? Finden Sie? Gefällt mir. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht beschwören. Er saß ja hinter mir. Ich habe ihn nicht richtig sehen können. Soll ich ihm eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille aufsetzen? Was halten Sie davon? Ja, ich weiß nicht. Da ist noch was, Chef. Ja? Ich wollte vorhin nicht stören. Erwin hat angerufen. Als Robert mit Koch losfuhr, ist Dr. Höringer aufgetaucht. Was, der Bankier? Ja, Erwin hat es vom Fenster aus gesehen. Dr. Höringer ist vorgefahren, ist ausgestiegen und wollte ins Haus gehen. Aber dann hat er offenbar gesehen, dass das Haus voll ist von Polizei. Und da ist er ziemlich schnell verschwunden. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass der Dr. Höringer zu Frau Beckmann geht, ihr seine Hilfe anbietet und ihr kondoliert. Na, so üblich ist das ja nicht. Aber was will der Dr. Höringer von Walter Koch? Der Bankier vom Berufsverbrecher. Ja, das hat sich Erwin auch gefragt und deshalb ist er ihm nachgefahren. Ah, immer noch nichts. Mal was anderes, wo waren Sie denn heute Vormittag zwischen 10 und 11? Heute Vormittag zwischen 10 und 11? Mei. Warum haben Sie mich denn das nicht gleich gefragt? Da hätten wir uns eine Menge der Sport. Ich hab da so eine kleine Stammkneipe in der Nähe, da war ich den ganzen Vormittag drin. Wie heißt das Lokal? Alabama. Alabama? Ja, ja. Nicht sehr seriös, gebe ich zu. Was meinen Sie, was ich erwartet habe? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen da jetzt gemeinsam hin und Sie zeigen mir Ihre Zeugen. Und wie viele sind es denn? Reicht einer? Alles ist vorbei, wenn du mich glaubst, siehst du nur dran. Dreh dich einmal um, schau in die Gesicht und du wirst komm, Danny. Grüß dich, Walter. Guten Abend. Nee. Guten Abend, Herr Kommissar. Sag mal, hast du was ausgefressen, oder? Aber, Heidi, ich steck doch am Main. Der ist nämlich gerade erst aus dem Knast raus. Da sind sie immer wie Babys. Ja, Heidi, du hast das Alabama jetzt. Jawohl, Herr Kommissar. Das heißt, wir haben das jetzt. Michael, das ist Kommissar Keller. Ja, Chef, so ist das. Dass Sie das nicht wissen, das beweist, was das jetzt für ein anständiger Laden geworden ist. Ja, nur die Gäste sind dieselben geblieben, nicht wahr? Ja, das schon, aber mal ganz im Ernst, die müssen ja schließlich auch irgendwo hin. Die müssen ja auch ihr Lokal haben, nicht? Und hier hat jeder dem anderen was voraus. Am wenigsten die bessere Vergangenheit. Also mal, sind doch nicht etwa dienstlich hier, oder? Eigentlich schon, wenn ich einen Moment von der Dame trennen könnte. Ja, das sein muss. Entschuldige, Heike. Darf ich vorgehen? Bitte. Danke. Soße, mach Fliege. Na, passt Ihnen das hier? Sag mal, Henny, was bist du denn so als Zeuge wert?
früher. Wieso? Brauchen Sie ihn? Ich brauche ihn. Herr Kommissar, will wissen, wo ich heute Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr war. Du, warst doch hier. Heute Morgen zwischen 10 und 11. Ja, hat er hier gefrühstückt. Zwei weiche gekochte Eier im Glas, Schinken, richtet Männerfrühstück. Dennoch ein Droschkenkutscher mit Gewehr über. Ja, Molle mit Anhang. Ach so. Sagen Sie, Ihre Uhr geht nicht zufällig falsch? Meine Uhrzeit kommt von Bayern 3, ganz frisch aus der Berge. Weil es sich um eine Aussage handelt, die Sie unterschreiben müssen. Und wenn Sie mir eine Scheibe geben, dann mache ich das ganz schnell. Ja, nicht zu schnell, Heiligen. Was ich weiß, das weiß ich, Herr Kommissar. Haben Sie denn schon einen Wisch vorbereitet, dann mache ich das sofort. Für Sie so ja umsonst. Reicht das, Herr Kommissar? Dann können wir ein bisschen hinsetzen. Ja, bitte. Kriegst du ein Bier? Mach ich, Walter. Und für Sie auch, Herr Kommissar? Heining, wie lange kennen wir uns eigentlich jetzt schon? Na, gibt's von aus? Was gibt's denn da zu lachen? Entschuldigung, aber ich höre mal Geldtransport. Da muss ich eben lachen. Silber, hey. Oh, hallo, Dr. Schöringer. Was? Entschuldigung. Ich denke, du bist in die Nacht gefahren. Die Rede hat mir das erzählt. Er war eben gerade hier. Was, hier? Wo sie erobert erkannt haben und hat auf dem Absatz Geld gemacht. Auf dem Absatz? Ich glaube, ich werde mich mal mit ihm unterhalten müssen. Robert? Ja. Du bleibst hier und passt auf Kopf. Kommissar Keller von der Kriminalpolizei, könnten wir Herrn Dr. Höringer sprechen? Ja, Moment bitte. Ach, kommen Sie doch bitte rein. Ich muss erst fragen. Ja, danke schön. Guten Abend. Guten Abend. Sozialer Wohnungsbau. Ein Kommissar Keller wartet oben, er möchte dich sprechen. Kommissar, was denken sich die Leute? Es ist nach 10. Nein, ich bin nicht bereit, den Mann zu empfangen. Sag ihm das. Jawohl, Herr Doktor. Warten Sie, müssen Sie. Und es ist spät, aber wahrscheinlich handelt es sich doch um den Überfall auf den Geldtransport. Ja, natürlich. Nehme ich an, muss man wohl annehmen. Vielleicht ist das etwas Wichtiges. Du musst die Leute anhören. Warum muss ich denn? Ich bin ganz stark genug Ärger gehabt. Führen Sie die Herren in meinen Salon. Ja. Es würde doch einen schlechten Eindruck machen, wenn du sie einfach wegschickst. Zieh dir was über, ich biete inzwischen Getränke an. Guten Abend, Herr Kommissar. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Wir haben uns zu entschuldigen wegen der unmöglichen Zeit. Nein, 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 bitte. Kommen wir zur Sache. Ich wüsste allerdings nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Sie kommen doch wegen der Geldtransportsache? Nein. Nein? Nein, wir kommen wegen der Mordsache, Beckmann. Ja, ja. Nehmen Sie doch wieder Platz. Wissen Sie, es kommt schon mal ab und zu vor, dass Geld verloren geht. Und wir werden uns wahrscheinlich immer mehr daran gewöhnen müssen, selbst wenn es sich um Millionen handelt. Aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass Menschen ihr Leben verlieren. Zum Beispiel dadurch, dass sie beim Weglaufen in den Rücken geschossen werden. Deshalb sage ich, und nur deshalb, Mordsache Beckmann. Na schön, schön. Wir meinen ja dasselbe. Was kann ich für Sie tun? Willst du nicht rausgehen, mein Schatz? Du musst ja nicht dabei sein. Muss ich rausgehen? Nein, durchaus nicht. Also nicht von mir aus. Herr Dr. Höringer, Sie wollten etwa vor einer halben Stunde in das Alabama gehen. Alabama? So heißt das Lokal, das Sie aufgesucht haben und das Sie dann fluchtartig wieder verlassen haben. Fluchtartig verlassen haben? Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen. Sie hätten einen meiner Leute fast über den Haufen gerannt. Bin allerdings, stell dir vor, in ein Lokal geraten, ein sehr merkwürdiges Lokal. Wie heißt es noch? Alabama. Was fanden Sie daran so merkwürdig? Na, das Publikum. Das Publikum besteht hauptsächlich aus Kriminellen. Was wollten Sie dort?
Ich habe doch schon gesagt, ich bin ganz zufällig da reingeraten. In eine Verbrecherkneipe? Ja, ich war am Bahnhof, wollte Zeitungen holen. Am Bahnhof? Ja, ja, warum denn nicht? Ich habe meinen Chauffeur halten lassen. Ich wollte was trinken, ein Bier. Man sieht diesen Lokalen ja nicht an, was sie sind. Jedenfalls nicht von außen. Ich gerate da plötzlich in eine Verbrecherkneipe. Ja, wie schnell ich da raus bin, das haben Sie ja gesehen. Ja, Hals über Kopf. Wollen Sie mir das vorwerfen? Ich werfe Ihnen nichts vor. Nur bin ich der Meinung, dass Sie dieses Lokal nicht zufällig aufgesucht haben. Ich glaube, Sie wissen etwas. Etwas, was mit dem Überfall auf den Geldtransport zu tun hat. Was Sie da sagen, ist doch absolut lächerlich. Was wissen Sie? Was Sie sagen, ist lächerlich. Ich erkläre Ihnen nochmal, dass ich rein zufällig in dieses Lokal geraten bin. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als das zu glauben. Ich muss Ihre Aussage akzeptieren. Ich muss sie nicht glauben. Akzeptieren reicht mir. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein. Das heißt, wenn ich einschränken darf, nicht im Augenblick. Was heißt das? Wogegen richtet sich Ihr Verdacht eigentlich? Was wollen Sie von mir? Aber Joachim... Ja, was denn? Was ist denn los? Ich sehe für den Besuch dieser Herren hier in meinem Haus und zu dieser Stunde nicht die geringste sachliche Begründung. Muss mir doch erlaubt sein, das festzustellen. Ja, was willst du denn jetzt? Guten Abend. Guten Abend. Ich bin wieder da. Siehst, ich habe Besuch. Bitte lass uns allein. Joachim. Warum? Na, warum soll ich rausgehen? Weil ich es wünsche. Ich verstehe dich nicht, Joachim. Es wird Erhard doch auch interessieren. Die Herren sind von der Polizei. Ich weiß, das habe ich eben gehört. Weswegen kommen Sie? Wegen des Fahrers, der erschossen worden ist. Ja. Richtig. Ja, untersuchen Sie das. Aber... warum ist die Polizei hier? Was wollen Sie von dir? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, meine Verwunderung auszudrücken und festzustellen, dass es keinen vernünftigen Grund gibt. Gibt es nicht? Nein, den gibt es nicht. Bitte, geh auf dein Zimmer. Tja, kann ich was zu trinken kriegen? Du, hörst du nicht, was ich sage? Ja, auch ich höre. Natürlich höre ich. Es interessiert mich wirklich, was da passiert ist. Du musst mir doch zugestehen, dass ich gern Näheres wüsste. Haben Sie den Fahrer, den Herrn Beckmann, gekannt? Weiß nicht. Das kann schon sein. Ich habe ihn bestimmt mal gesehen. Der ist klein, kräftig. Hm. Ist das richtig, ja? Ja. Mhm. Du hast ihn genauso wenig gekannt wie ich. Ich glaube, du irrst dich. Der Wagen stand mal im Hof der Bank. Ich habe ihn mir angesehen. Interessierte mich, wie er gepanzert war. Wissen Sie, ich interessiere mich für alle Arten von Autos. Ja, ja, das stimmt allerdings. Tja, da muss ich ihn gesehen haben. Ganz gemütlicher Mann. Ich glaube, ich habe sogar mit ihm gesprochen. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was und worüber. Über Autos wahrscheinlich. Richtig. Ja, ja, das ist irgendwie logisch. Oh, Entschuldigung, darf ich Ihnen nachgießen? Du, ich weiß schon, was ich gehört. Aber die Herren wollen nichts mehr trinken. Sie sind im Begriff zu gehen. Arbeiten Sie auch in der Bank Ihres Vaters? Nein. Mein Vater hat alle Anstrengungen gemacht, mir das Bankfach schmackhaft zu machen. Aber wissen Sie, ich bin einfach zu dämlich. Er eignet sich nicht dafür. Das stimmt. Das ist richtig. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Was mein Vater bezweifelt. Er bezweifelt, dass ich mir überhaupt Gedanken mache. Aber ich tue es. Wie soll man das nennen? Wenn man immer irgendwie daneben liegt. Ich kann tun, was ich will. Ich liege immer daneben. Das will ja niemand wissen. Worüber redet ihr? Was für einen Grund gibt es, darüber jetzt zu sprechen? Ich werde da gefragt. Und es ist die Polizei, die fragt. Sie arbeiten also nicht in der Bank? Nein, ich studiere. Falls mein Vater gegen diese Bezeichnung nicht protestiert. Er studiert, ja. Ja, so gut es geht. Versuch's halt. Ich sag doch, ich liege immer irgendwie daneben. Komm, man hat dich gefragt, was du tust, und du hast es gesagt. Ja, ich verstehe dich auch nicht. Was? Was verstehst du nicht, Mama? Ja, diese Art von Unterhaltung. Ah, gut. Also, möchten Sie noch irgendetwas von mir oder von meinem Vater? Eine Frage. Kennen Sie das Alabama? Ist das nicht so eine üble Kneipe im Bahnhofsviertel? Ja. Ich habe davon gehört. Warum fragen Sie? Ihr Vater wollte heute Abend da ein Bier trinken. Oh, das kann ich kaum glauben. Na, das passt nicht zusammen. Mein Vater und so eine Kneipe. Warst du wirklich da? Ja, weil er gerade in der Nähe war. Er wollte am Bahnhof nach Zeitungen sehen.
Seit wann gehst du in solche Kneipen? Um ein Bier zu trinken? Na, hör mal, an Zeitungen holst du am Bahnhof? Wann war denn das? Heute Abend. Abends, eine Kunde sagt doch du. Zeitungen am Bahnhof, Bier in der Unterweltkneipe. Ich verstehe das ja auch nicht. Aber es ist so, wenn ihr es nicht versteht. Also gut. Du kaufst Zeitungen am Bahnhof, du gehst ein Bier trinken. Bitte, du sagst es, also stimmt's. Haben Sie das schon zu Protokoll genommen? Ich meine, hat er unterschrieben? Würdest du das unterschreiben? Du fragst mich das ernsthaft? Entschuldige, bitte. Ich will dich nicht aufbringen. Ich sehe schon, dass du hochgehen willst. Ich war nur wirklich interessiert, ob du das auch unterschreiben würdest. Würdest du? Ja, selbstverständlich. Sehen Sie, das ist einer der Gründe, warum ich immer daneben liege. Mir fehlt die Konsequenz. Sehen Sie? Mein Vater sieht aus, als wolle er mich verprügeln. So wie früher. Aber das tut er natürlich längst nicht mehr. Vielleicht hat er nur damit aufgehört, weil es nie etwas genützt hat. Entschuldigen Sie. Ich habe meinen Sohn noch nie so gesehen. Ihren Sohn? Meinen Stiefsohn. Wissen Sie, was mit Ihrem Sohn los ist? Da bin ich überfragt. Er gehört zu den jungen Leuten, die sich meiner Beurteilung entziehen, die mir schlechterdings, so sehr ich mich auch bemühe, unbegreiflich sind. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Bisschen irre das Ganze, ne? Bitte? Ich meine, hier knistert's doch an allen Ecken und Enden. Ja, ist doch schön. Wie? Tja, und jetzt? Komm, ich geh dann raus. Entschuldigen Sie, meine Herren, haben Sie noch eine Frage an mich? Nein, nein, das wäre es. Also gut, dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich bitte Sie, wir haben uns zu entschuldigen wegen der Störung. Ich habe noch zu tun. Was war denn das? Ich lasse das Haus überwachen. Wir warten nur, bis die Kollegen da sind. Ja. Fahren wir den Wagen ein bisschen weg, ja? Fahr ihm nach. Ich nehme mir inzwischen den Jungen noch mal vor. Vater! Vater! Entschuldigen, wenn ich noch mal störe. Ja. Mein Mann ist gerade noch einmal weggefahren. Ich weiß, ich habe es gesehen. Kommen Sie deshalb noch einmal zurück? Um ehrlich zu sein, ja. Wollen Sie mir Fragen stellen? Nein, Ihrem Stiefsohn. Ich weiß nicht, was Sie ihn fragen wollen. Aber wenn es mit der Art und Weise zu tun hat, wie er sich seinem Vater gegenüber verhalten hat... Ja, das hat es. Die beiden verstehen sich nicht gut miteinander. Sie haben ständig Streit. Aber ich hoffe, Sie überbewerten gewisse Äußerungen nicht, die mein Sohn gemacht hat. Nein, nur er soll es mir erklären. Wollen Sie ablegen? Sie kommen noch mal zurück, Herr Kommissar. Mein Vater ist nicht da. Wissen Sie, wo er ist? Keine, Entschuldigung. Bitte, bitte. Keine Ahnung. Wissen Sie, was mein Vater tut, ist absolut rätselhaft für mich. Und eine Erklärung, ich habe sie nicht. Das Verhältnis zwischen meinem Mann und meinem Sohn kann ja auch wohl nicht von polizeilichem Interesse sein. Wäre es möglich, wenn ich mit Ihrem Sohn allein sprechen könnte? Wie bitte?
Bitte lass uns allein, Mama. Tust du, was ich sage? Ja, aber gern. Sie wollen über meinen Vater mit mir reden? Ich kann es nicht, wenn meine Stiefmutter dabei ist. Dabei will ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Das kann ich gar nicht. Es gibt nämlich nichts Schlechtes. Oder doch? Bin ich ganz sicher. Tja, er ist ein typischer Bankmensch. Korrektheit geht ihm über alles. Die Korrektheit hat er im Knochenmark. Na, sagen wir so, das war bis jetzt meine Meinung. Möchten Sie sich nicht setzen, Herr Kommissar? Danke. Ja, mein Vater war in dieser Hinsicht für mich immer wie ein Felsblock. Riesig. Nicht von der Stelle zu kriegen und nicht zu umgehen. Und daran haben Sie plötzlich Zweifel? Ja, ich weiß es nicht. Wissen Sie, ich bin nicht wie mein Vater. Ich habe das einfach nicht. Die Korrektheit im Knochenmark. Ja, genau, das meine ich. Ich liege auch niemandem im Wege wie ein Felsblock. Aus Stein bin ich schon gar nicht. Ich sehe mich ganz anders. Ja, leicht beweglich, sozusagen. Jedenfalls ist es das, was mir mein Vater immer vorgeworfen hat, dass ich leicht aus der Bahn zu werfen bin, dass ich, ja, er hat den Vergleich mal gebraucht, dass ich wie ein Kork auf dem Wasser sei. Das stimmt. Ja, stimmt, ich habe das nie abgestritten, aber wissen Sie, irgendwie hat es mir auch gefallen, dass er wie so ein Felsbock war mit seiner Korrektheit und gegen die ich ja gar nichts habe. Hab ja gar nichts dagegen. Hat Ihr Vater etwas mit dem Überfall auf den Geldtransport zu tun? Wie kommen Sie denn darauf? Ach, Sie meinen, weil ich vorhin gesagt habe, dass... Da haben Sie mich aber gründlich missverstanden. Wohin ist Ihr Vater jetzt gefahren? Ins Alabama? Warum ist er im Alabama? Ich weiß es nicht. Er trifft sich dort mit einem Kriminellen. Mit einem Vorbestraften. Walter Koch. Sie kennen Koch? Ja, wieso? Kennen Sie ihn denn? Ach, Sie kennen ihn. Also jetzt mach raus mit der Sprache. Ja, ich kenne ihn seit einem halben Jahr kenne ich ihn. Walter Koch ist vor 4 Wochen entlassen worden aus dem Gefängnis, in dem er 3 Jahre war. Sie waren also auch im Gefängnis? Ja. Ich hatte einen Unfall mit meinem Wagen. Naja, Fahrerflucht. Ich bekam 1 Jahr Gefängnis. Im Gefängnis habe ich Koch dann kennengelernt. Hey, Doc. Meister. Sag mal. Dein Partner ist Bankier, habe ich gehört. Stimmt das? Ja. Das Wort Bankier hat ihn aufgeregt. Naja, es ist ja immer irgendwie mit Geld verbunden. Mit einer Menge Geld. Hey, du, Bankier. Pass auf, bei mir in der Zelle ist ein Platz frei geworden. Wenn du magst, noch, red ja mal in der Verwaltung, dass die zu mir legen. Hm? Mir wäre das egal. Pass auf, da ich war sowieso in der Scheißstimmung. Ich lag im Streit mit allem und jedem. Mit mir selber und ach, mit Gott und der Welt. Okay, sagte ich. Und in der Zelle haben wir dann gesponnen. Einfach vor uns hingesponnen. Wie wir an Geld kommen. Nur mit Geld. Kannst du dir dein Leben einrichten, wie du willst, sagte Koch. Ja, und ich hätte es mir gerne eingerichtet, wie ich wollte. Sie haben eben ein Geständnis abgelegt. Geständnis? Ja. Der Plan, den Geldtransport zu überfallen, der ist in der Gefängniszelle geboren worden. Koch hat Sie so weit gebracht, dass Sie mitmachten. Ja, aber ich habe ihm gesagt, die Sache geht nie. Weil Beckmann niemals einverstanden sein wird. Ihr könnt mich vielleicht rumkriegen, aber nicht Beckmann. Der macht das nicht. Aber Koch hat gesagt, das lass mal meine Sorge sein. Ich habe noch niemanden gesehen, der bei Geld nicht schwach wird. Es kommt immer nur auf die Höhe der Summe an. Sie wollten ihn bezahlen. Dass Sie ihn erschossen haben, das war ein Fehler. Das war gegen die Abmachung. Ich habe zu Koch gesagt,
Damit bin ich nicht einverstanden. Ich lasse euch hochgehen. Niemals hätte der Beckmann der... Ich bin zu meinem Vater gegangen. Ich habe gesagt, so war das. Das ist passiert und ich weiß, wer es getan hat. Und jetzt holt die Polizei. Und was hat Ihr Vater geantwortet? Bist du verrückt geworden? Du willst die Polizei holen? Du sag mal, bist du wahnsinnig? Die werden dich sofort wieder einsperren wegen Beihilfe zum Mord. Das ist es doch, Vater. Das ist es doch. Unsinn, Unsinn! Erst mal Ruhe bewahren. Erst mal Ruhe bewahren! Wir müssen sehen, wie wir aus der Sache rauskommen. Auf keinen Fall darf die Polizei verständigt werden. Aber Vater, Sie haben Beckmann erschossen. Das wusste ich nicht. Das wollte ich doch nicht! Und ich sage dir, auf keinen Fall die Polizei holen. Aber Vater... Hast du nicht verstanden? Da hast du schon genug angetan. Polizei, verdammt noch mal, das hat es in unserer Familie nie gegeben. Aber Vater, der Mann ist tot. Da steht uns nichts an! Wo finde ich diesen Koch? Den suche ich auf, sofort. Der Mann muss wissen, dass er sich auf uns verlassen kann. Jetzt wissen Sie, wieso mein Vater Koch kennt. Unterwelt kennt. Mein Vater. Mit Verbrechern unter einer Decke, das war eine neue Erfahrung für mich. Everybody was Kung Fu. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. Was heißt das hier? Klauer kann kein Eis lesen. Trinken wir was? Ja, gerne. Wir geben uns mal einen Schnaps, kann ruhig ein großer sein. Na, Herr Höringer, sind Sie mit Koch klargekommen? Ja, was ist denn das? Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Nicht so viel. Herr Dr. Höringer, wollen Sie den Herrschaften da nicht vielleicht erklären, dass die da jetzt einen ganz großen Fehler machen? Ja. Fehler. Was wirft man denn mir überhaupt vor? Ja, was wirft man Ihnen vor? Raub und Mord. Herr Kommissar, was konnte denn ich dafür, wenn er so auf die Nerven verliert? Bist du verrückt geworden, Koch? Wer? Sie doch nicht der! Was heißt das? Und euch ist es so gegangen. Bist du damit, ist dein Kollege weg von der Straße? Alles nach einer Nervensache. Was macht ihr mit ihm? Ich bin eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Was heißt das? Na, was heißt das schon? Ich möchte das gerne wissen. Er schläft ein bisschen. Ihr schlagt ihn bewusstlos? Warum so brutal? Mit dem fahre ich seit Jahren zusammen, das ist ein Freund von mir. Ist ja in Ordnung. Na, weil du sagst, er schläft ein bisschen. Was heißt denn das? Du regst mich auf, Mann. Er kriegt eine Spritze. Hm? Nee? Wie gefällt dir das? Kein Mensch weit und breit. Hier steht auch eine Menge Geld rum. Was passiert denn jetzt? Wir müssen eine Weile warten, bis sie anderen kommen. Dann wird die Kiste gesprengt. Wieso macht ihr denn nervös? Ich weiß auch nicht, was der hat. Okay, der kalte Füße. Der macht das zum ersten Mal, warte, ich rede mal ein bisschen mit ihm. Dann müssen wir sehen. Lass mich doch los! Warum sind Sie so nervös? Schauen Sie, jetzt ist es spät, jetzt können Sie nicht mehr aussteigen.
Denken Sie ein bisschen an das gute Geld, das sollte. Ich habe mir das überlegt. Ich will das nicht mehr. Ich mache nicht mit. Es tut mir leid, ich habe meine Ansicht geändert. Aber da ist nichts mehr zum Ändern. Der Wagen wird schon vermisst. Was wollen Sie denn den Leuten sagen, wo es war? Hm? Ich an Ihrer Stelle darf jetzt ein bisschen an meine Familie denken. Hey? So, und jetzt mach weiter, damit wir da wegkommen. Aber gut, sag ich. Weg, Mann! Wo laufen Sie hin? Stehen bleiben! Mann! Aber die Ruhe! Und der Scher ist dieser Depp, dieser Depp, dieser... Herr Kommissar, wenn Sie also Mord meinen, da ist bei mir nichts drin. Gell? Mhm. Und es gibt noch einige Mitschuldige. Oder?